Moin liebe Freunde und dann willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Crystal Clear aus dem Chillspiel Mirko Nerd. Na, könnt ihr erraten, auf welcher Route ich bin? Nein? Okay, gut, ich hätte es auch nicht somit herausgefunden, wenn ich jetzt random jetzt an dieser Stelle hier mit gewesen wäre. Ja, ich befinde mich mit euch hier auf der Route 2, quasi durch die Dicta-Höhle mit hindurch und das ist wirklich die einzige Stelle hier, wo du keinen Zerschneider damit einsetzen musst und ich bin wirklich froh darüber, weil ansonsten hätte ich jetzt mir wieder einen Zerschneider Sklaven mir wieder mitholen müssen, weil das Ding ist, ich möchte quasi als nächstes in die Arena von Vertania City. Bin mal gespannt, ob quasi dort Trainer Blau dort mit am Start ist und was für ein Team damit haben wird, aber wenn ich schon quasi hiermit bin auf der Route 2, ich meine, ich könnte quasi auch nach Marmoria City auch dort noch einen Arena-Leiter Rockolo mit herausfordern, aber zunächst hier auf der Route 2. Was für ein Pokémon kann hiermit auftauchen? Darf ich bitte die Route wechseln? Ach komm, ein Raupi, ja gut. Raupi mit einer Möglichkeit von, hey, wie wär's, wenn du hier mal ein Snellpro werden könntest, aber dieses Pokémon zu trainieren? Nein. Einfach nein. Aber gut, ich fange das jetzt, weil Routen-Encounter, ja gut. Zum Glück bleibt dieses verdammte Pokémon auch hier wenigstens mit drin. Ist ja nicht so, wie es bei dem Magnitude mit der Fall war aus dem letzten Part. Aber na gut, mal sehen. Dir gebe ich jetzt auch schon den passenden Namen, weil du bist quasi die Raupe Nimmersatt. Du wirst dann später halt eben dann ja zu einem Kokon und Schmetterling. Aber das ist mir jetzt eigentlich sowas von Wurst, weil ich habe jetzt keinen anderen Namen, den ich jetzt hier mit dir geben kann. Und ich meine, Nimmersatt, guck mal, passt sogar hier vollständig mit rein. Nimm auch nur zu gerne mit und das schauen wir uns dann später mal mit an, wie das mit werden wird. So, Bill ruft erstmal mit an und sagt, hey, guck mal, deine Box ist hier mit voll. Möchtest du quasi deine Box wieder mit wechseln und so speichern? Aber ich denke mal, das machen ich dann hier quasi speziell dann für euch mit euch. Habe ich gerade doppelt euch gesagt? Ja, habe ich das. Gut, deswegen, ja, gut, wir kriegen jedes Mal den Anruf von, hey, wenn deine Box voll ist, nerv ich dich ja die ganze Zeit, damit du dann wenigstens hier dich mal daran erinnerst, dass deine Box voll ist. Und es wird uns quasi mit angeboten, diese Box selber mit zu wechseln. Oder halt eben wechseln zu lassen. Gut, deswegen gucken wir doch jetzt einfach mal schnell mal hier mit hinein. Auf Bills PC. Box und, die halt nicht ablegen, sondern erstmal mitnehmen. Damit wir uns quasi noch Andy und Nimmersatt noch mit anschauen wollen. So, Tattel haben wir quasi schon im letzten Part mit gesehen. So, Andy, was hat der denn hier für Werte? Dann quasi Gesang, Pfund und, ja, gut, hier Defensive Curl. Ja, gut. Also, Kraftreserve Flugstärke 55, na gut. Und nochmal quasi Nimmersatt. Kraftreserve, oh Gott, es hat eine Kraftreserve Gestein. Physisch offensiv, 42er Stärke. Wer eine kleine Raupe? Das musst du dir mal so vorstellen. Kommt einfach mal so eine kleine Raupe mit her und kommt damit einer Kraftreserve Gestein um die Ecke. Läuft. Gut, aber hey, was soll's. Jetzt wechseln wir mal hier wieder schön die Box. Und lassen uns auch mal wieder davon mit überzeugen, dass wir auch hier das Spiel immer mit speichern müssen. Da hat mir das Lagersystem in der dritten Spielgeneration mir deutlich besser gefallen. Naja, gut. Rocco besiege ich eben jetzt noch nicht. Oder eher gesagt, fordere schon nicht mit heraus. Vertaniawald. Gut, schön, durch den Vertaniawald muss ich halt eben jetzt mitgehen. Aber zunächst hole ich mir noch das passende Item, Schutz. Hey, Schutz nehme ich durchaus mit. Weil, wenn ich jetzt eh noch hier auf ein Pokémon mit einem sehr niedrigen Level hier treffe, dann brauche ich mir gar keine Gedanken darüber mitzumachen, dass ich hier dann potenziell ein interessantes Pokémon mitfinden könnte. Aber okay. So, gut, dieser Käfertrainer, was hat denn der so Feines? Arealos. Ja gut, wenigstens hast du schon mal ein lukratives Pokémon, Level 32. Aber weißt du was, ich gehe einfach mal hier auf, ja, Bohrschnabel und dann hast du quasi weniger zu sagen gegenüber deiner Fake-Spinne. Da fehlen nämlich zwei Beine. Sonst ist es nämlich keine Spinne, so gesehen. Aber hey, was soll's. Mal sehen, Routen-Encounter und wieder ein Raupi. Gut, das habe ich ja schon mittlerweile, deswegen Tschüssikowski, weil Dubskos und Ole Ole. Also so gesehen fehlt mir ja noch mit auf, bei dieser einen Ortschaft hier in der Jodo-Region, wo ich quasi dort ja ein Quapsel mit hätte fangen können. Das war quasi ja meine Dubskos zwecks Route. Und als nächstes kam mir quasi dort noch auf der jeweiligen selben Route ja noch ein Wooper. Das hätte ich eigentlich fangen dürfen, aber das habe ich dann nicht mitgemacht, weil ich nicht mit dran gedacht habe, dass das, ja, und so weiter. Egal. Gut, hier habe ich quasi auch die Möglichkeit, einen Mogelbaum noch mit vorzufinden. Dafür brauche ich aber noch die spezielle Gießkanne, die ich nicht habe.
Und ich mache jetzt nicht nach Kyoto zurück nach Golden Road City, nur damit ich dann dort mir die blöde Gießkanne abholen und dann hier als Smogelbaum hier mit triggern kann. Obwohl ich das so gesehen hier durch damit fangen darf. Aber das kommt vielleicht später. Gut. Weedle. Gut, dich habe ich so gesehen jetzt noch nicht. Streng genommen habe ich schon die Evolutionsreihe. Sage ich auch nämlich auch warum. Ich musste nämlich mir extra noch einen VM-Sklaven mir noch mitholen für Zerschneider. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt hier den Move-Pool eines anderen Pokémons wieder mit zerstören, oder damit ich dann dort eine Zerschneider mit drauf habe. Aber ich sag mal, das Beedrill, was ich dann in diesem Fall mit Nurgatron gefangen habe, das werde ich sowieso hier wieder mit freilassen. Deswegen werde ich jetzt hier Weedle hier für mich als neuen Encounter hier mit hineinnehmen. Und in diesem Fall, ja gut, ich weiß mal hier den Superball. Und dann, ja gut, werde ich dieses Pokémon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch nie so aktiv mit einsetzen. Ich habe gerade einen Superball geworfen. Ein Superball. Und dieses Pokémon auf Level 3 ist ausgebrochen. Ja, nice. Gut, Stringshot. Gut, fehlgeschlagen. Komm, ich schmeiß doch hier nicht Superbälle, nur damit halt eben dann so ein blödes Vieh auf Level 3 ausbricht. Ich habe sogar schon mal im ersten Versuch es geschafft, einen Superball auf einen Mewtwo in der Höhle mitzuwerfen, was auf Level 70 ist. Und es blieb halt eben da instant drin. Und dann gibt es auch solche Sachen. Weißt du was? Nö, tschüss. Kein Bock drauf. Oh, cool. Sogar noch ein kleiner Spezialtrainer hier mit Carpador. Und seit wann gibt es eigentlich hier einen kleinen See? Aber gut, spreche dich mal. Wer bist du? Oh, ich sehe. Leute, nämlich hier quasi Neff. Gut, das ist quasi die Kurzform von Nephew. Aber gut, egal. Mal sehen. Ich trainiere quasi meinen Carpador. Naja, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wie wär's mit dem Kampf? Okay, klar. Viel Glück. Hey, nehme ich auch noch zu gerne mit? Ich nehm's mit. Also sag mal, dann behalte ich aber auch so gesehen ja das, Beedrill. So als VM-Sklave, weil. Ja, gut. Hat sich dann sowieso schon erledigt. Okay, da schickt man zwei Pokémon mit rein. Oh, Firo. Level 49. Ui, jetzt will es aber einer wissen. Ui, 8 Level da drüber. Gut, schauen wir mal nach. Oh, Triplette. Gut, ich wusste gar nicht, dass dieser Triplette mit einsetzen kann, aber okay. Triplette tut schon ganz schön weh. Gott, das macht ja keinen Schaden. Autsch. 120 hat er mir mit abgezogen. Dann gehe ich jetzt mal auf Kura mit her. Da kannst du nochmal dein Glück mal versuchen. Junge, Junge, Junge. Ja, kurze Triplette. Wie viel Schaden macht das jetzt eigentlich hier? Ist angenehm. Gut, Überreste regelt. Dann gehe ich jetzt hier auf den Body Slam. Junge, 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 Junge. Also ich meine, ja gut, ich habe ja noch quasi noch Game Mini Moon, könnte ich quasi auch noch mit trainieren. Damit ich dann quasi dann auch mal hier einen Fearit habe. Haut durch mit dem und diese Paralyse, die gefällt mir durchaus. Gut, deswegen Body Slam und auch hier geht dann eben, wenn das gegnerische Pokémon einmal mit der Paralyse behaftet ist, dann kann es sonst wie noch wie schnell sein. Du fängst es sofort. Sehr nice. Ui, Kura mausert sich, dabei habe ich Kura noch kein einziges Mal trainiert. Und Carpador, nice. Level 50. Okay, Carpador Level 50. Ja, gut. Body Slam? Oh, Drachenwut. Ein Carpador mit Drachenwut. Nice. Und das reicht nicht einmal für einen One-Shot aus. Ich werd bekloppt. Aber okay, komm, dann hier Stärke to go. Oh, Full Restore. Dafür setzt man ausgerechnet eine Full Restore mit ein. Gut, dann nochmal Stärke. Und ich bin... Okay, wir haben sogar Speedzeit gehabt. Nice. Dann tschüss. Okay, also mit diesen Trainer habe ich jetzt mal überhaupt nicht mit gerechnet. Und insbesondere, dass dann dementsprechend auch so ein kleiner Plot-Twist noch mitkommt. Weil eigentlich wollte ich ja mit euch hier in die Arena. Aber gut, wahrscheinlich verzögert sich das eben das dann zwangsläufig dann auch wieder. Na, mal sehen. Ich bin quasi hierher gekommen, aber du hast mich quasi hier vom Thron gestoßen. Mal sehen, ich heile dein Pokémon-Team komplett hoch. Okay, danke. Warum machst du das eigentlich? Mal sehen. Deine Pokémon sind bereit für noch viel mehr. Oh, seitdem du mich quasi mit besiegt hast, es ist quasi
gefährlich hier alleine mitzugehen. Nimm das. Oh, diese schöne Anspielung aus Legend of Zelda. Okay, was bekomme ich? 5 Freundebälle. Oh, nice. Damit halt eben so die Zuneigung der Pokémon deutlich stärker mitgegeben ist. Ja. Hast du gesehen, was ich damit getan habe? Natürlich hast du das mitgesehen. Ja gut. Okay, hier unten ist sogar quasi nichts. Hätte mich aber jetzt schon mit überrascht, wenn es ja eben jetzt dort unten sogar noch eine Alternativroute noch mitgegeben hätte. Aber gut, sammle ich erstmal noch diesen Pokémon mit auf. Ja, gut, nice, nehme ich gerne mit. Mal sehen, diesen Trainer, den möchte ich jetzt mit herausfordern. Kein Bock auf den, deswegen weiche ich dem gekonnt mit aus. Und okay, hier ist jetzt sicher auch nicht so weiteres. Das scheint mir zumindest auch so eine spezielle Trainerin mit zu sein, deswegen ignoriere ich dies einfach mal. Habe ich überhaupt noch irgendetwas hier oben? Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, hast du, glaube ich, hier noch einen Trank und weiter links noch einen Pokéball. Oder was, ein Gegengift, was ihr mitbekommen tust? Also irgendwas war es, glaube ich. So, mal sehen. Trainertipps. Ein vergiftetes Pokémon wird sich quasi nicht heilen können. Oder eher gesagt, verliert quasi Energie, wenn du quasi hier laufen tust. Heilt es quasi mit Gegengift, um die Vergiftung ja zu trotzen. Oder du bringst es auf 1 KP mit runter, dann heilt es sich automatisch. Das wurde wenigstens hiermit eingeführt. Okay, hier gibt es tatsächlich wirklich kein Gegengift mehr. Okay, mal sehen. Dieses Item, das ist für mich ein Gegengift. Ja, nice. Dann sprechen wir quasi schon mal sehr vorzugshaft von diesem Gegengift. Und okay, ja, gibt's quasi doch keine weiteren Items. Na gut. Was hier alles mit verändert wurde, finde ich sehr nice. Aber. So, hier habe ich nochmal Route 2. Und. Gut, diesen Trainer, vielleicht hätte ich ihn sogar noch mit ausweichen können. Ich würde mal sagen, ich schalte das mal mit raus. Weil sein Radikal, was er mit hatte, als einziges Pokémon. Ich bitte dich, brauche ihn nicht unbedingt. Gut. Hat sich jetzt hier irgendetwas anderes mit ergeben? Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Und sehr interessant, du kannst sogar hier mit nach oben. Das finde ich sehr nice, weil das war immer so anstrengend, immer diesen aufwendigen Weg hier nach oben mitzugehen. Warum hat man das da nicht mal ein bisschen besser mitgemacht? Verstehe ich mal grundsätzlich nicht. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Eine Runde heilen. So viel Zeit muss schon mit sein. So, und dann mal sehen. Also, der nächste Arenaleiter, in diesem Fall Arenaleiter Blau. Ich bin mal gespannt, was der für ein Level für uns mit offenbaren wird. Ich meine, normalerweise ist das jetzt so der letzte Trainer, den du hier mit herausfordern darfst, um halt eben dann zum Beispiel auch zum Silberberg mitzugehen. Aber ich bin mal gespannt, was der Typ hier mit so Feines haben wird. So. Oder, mal sehen. Wie viel Zeit habe ich? Tatsächlich ist ja noch viel genügend Zeit hier. Der hat ja sonst normalerweise hier sein Champ-Team hier aus der ersten Spielegeneration. Keine Typenpräferenz. Hat er nicht sonst immer hier mit seinem. Sag schon. Mit seinen Taubos mitgeliedet? Ich glaube ja. Dann mach ich mal folgendes. Ich gehe mal hier am besten mit Fresh Knees mal mit rein. Und werde mal seinen Taubos, wenn das auch so mit der Fall ist, hier gleich mal in Grund und Boden verdönern und mal sehen, was kommt. Mal sehen. Ah, du bist endlich mal hierher gekommen. Mal sehen. Ich habe quasi Giovannis Arena mit übernommen, nachdem er mit verschwunden ist. Was für ein, ja. Pathetic. Okay. Was für ein erbärmlicher Loser. Mal sehen. Diese Arena, die ich da leite, ist keine gewöhnliche Arena. Du kannst quasi nicht mit rausfinden, was für ein typischer quasi mit habe und es dementsprechend hier mit, ja, für deine Zwecke hier mit bevorzugen. Aber hey, mach dir mal keine Sorgen darüber. Ich weiß, dass du gut bist und dass du quasi jetzt mit kämpfen möchtest. Bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Ich bin gespannt. So, diese schöne Champion-Musik, sehr nice. Auch nur ein 5er-Team, okay. Ein 6er-Team. Execute. Ich hatte jetzt eigentlich mit etwas Fliegenden gerechnet. Aber okay. Weißt du was? Dann machen wir doch mal ein schönes Eieromelett. Düsterattacken kannst du jetzt sonst irgendwo mit hinstecken, aber du wirst bestimmt der Schlafbruder gehen. Die Stachelspore. Ernsthaft? Okay. Ich hätte es mir angenommen, dass es vielleicht noch hier von der Psychoattacke begeht, deswegen habe ich jetzt auch Pitrack mit reingeschickt. Aber gut, ich gehe jetzt dennoch hier für den Flammenwurf.
Okay. Solarstrahl kannst du ruhig mit einsetzen, aber weißt du was? Das, kannst du dir auch mal sonst irgendwo mit hinstecken, deswegen tschüss. Oh Gott, Stachelspore. Oder ich setze jetzt mein erstes Heil-Item mit ein. Habe ich überhaupt hier einen Paralyse-Heiler? Muss ich mal gucken. So, Blastoise. Oi. Gleich den Starter Level 48. Moment. Bevor ich das mache, habe ich eigentlich hier, ich habe eine Paralyse-Beere. Das habe ich hier. Hyper-Potion. Na gut. Nur eine Paralyse-Beere darf ich mit einsetzen. Mehr aber nicht. Gut. Blastoise. Ja, du gehst jetzt hier für eine Wasserattacke. Da gehe ich aber jetzt erstmal raus zu Tobi und werde erstmal deine Wasserattacke erst einmal resistieren. Ich hatte jetzt mit Tobi jetzt ja auch keine passenden Konterattacken. So, Hydro-Pumpe, lass mich raten, die hätte sonst safe mitgetroffen, weil ist einfach so, weil Hydro-Pumpe. Gut, mal sehen. Du könntest jetzt wahrscheinlich jetzt nochmal für eine Hydro-Pumpe mitgehen. Die Frage ist, was machst du denn da jetzt? Ich meine, da könnte ich jetzt im besten Fall auch hier Kura mit reinschicken, weil Hydro-Pumpe ist hier speziell und ich habe quasi eine sehr hohe spezielle Defensive und ich könnte quasi hier selber auf Body Slam gehen. Deswegen gehe ich lieber zu Kura rein. Mal sehen. Hydro-Pumpe? Ja, natürlich triffst du jetzt mit der Hydro-Pumpe. Aber mal sehen, wie viel Schaden macht jetzt eigentlich diese Hydro-Pumpe? Ist angenehm. Kann man somit stehen lassen. Komm, wir gehen auf den Body Slam. Okay, der hat wohl dementsprechend hier nur das Bedürfnis, auf Hydro-Pumpe mitzugehen. Nehme ich auch sehr gerne mit. Oh, schade, keine Paralyse. So, das ist schon die vierte Hydro-Pumpe, die du hier mit einsetzen tust. Bin mal gespannt, was er dann eigentlich macht, sobald er quasi alle APs von Hydro-Pumpe mit aufgebraucht hat. Schade. Kommt noch ein Body Slam. Gut, die letzte Hydro-Pumpe. Seiten, der hat quasi mehr APs auf der Hydro-Pumpe. Ruhig, schon im roten Bereich. Gar nicht so gut für mich. Und natürlich überlegt er mit genau einem einzigen KP. Wie soll es anders mit sein? Natürlich, ein einziger KP ist ja noch mit am Start, weil ist einfach so dieses Starter-Pokémon. Oder eher gesagt, mal wieder das Glück. Aber weißt du was, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und werde jetzt hier mein erstes Heil-Item mit einsetzen. Halber Potion auf Kura, los geht's. Weil, wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben, dann nutze ich das auch. Oh, Full Restore, hey, guck dir mal einen an. Das heißt, ich schaffe es wieder, ein weiterer Highlight mit einsetzen. Egal, wir waren bei Body Damage stehen geblieben. Oh, Eisstrahl hat auch noch. Okay, Eisstrahl. Ja. Krieg ich wenigstens einmal die Paralyse hier auf dieses Pokémon mit drauf. Also zumindest, er hat jetzt hier keine weiteren APs mehr. Hydro-Pumpe, das ist schon mal sehr nice. Aber mit Veronica gehe ich hier definitiv nicht mit hinein, was halt quasi eine mal 4 Schwäche gegenüber Eis. Oh, es hat sogar ein Bild. Nice. Kann glitschen. Und ich bekomme sogar kein einziges Mal den Hex. Der nice, deswegen tschüss. Jopp, lass uns somit stehen. Gut. Erfahrungspunkte, ole ole, kannst du gerne mitnehmen. Das war sogar sein stärkstes. Simsala, hallöchen. Gut. Level 45, geht der neue von Body Slam. Psychokinese, ja. Aber wie viel Schaden drückst du mir mit der Psychokinese mehr rein? Weil ich bin quasi speziell defensiv sehr gut aufgestellt. Deswegen kannst du mir eigentlich rein gar nichts. Und natürlich überlebt auch der. Ja gut, ich meine, ich habe Kura quasi kein einziges Mal mit trainiert. Deswegen brauchst du mir darüber jetzt keinerlei Gedanken zu machen. Weißt du was, da gehe ich jetzt zum Pitback rein. Um eben dann dementsprechend deine Psychokinese zu immunisieren. Was ja so gesehen das Owei hätte auch machen können, machen sollen. Oh, Recover. Dann hätte ich auch noch mit angreifen können. Weil das hätte dann das Simsala safe mit rausgenommen. Aber gut. Bitte. Donnerpunch. Ui. Der nett, was der alles hier mit hat. Natürlich kommt erstmal Critical Hit rein. Weil was anderes hätte ich jetzt nicht mit erwartet. Döner Punch, Crit. Aber hey, das reicht wenigstens auch mit aus. Stab super effektiv. Nice. Zwei Pokémon hat er noch. Was schickt er noch? Growlithe. Ja, gut. Ein Fukano. Ich hätte jetzt mehr schon mit einem Arcani und auch schon mit einem Kokowai mitgerechnet. Also, warte mal, der hat sonst. Ja, der hat Kokowai. Der hat Arcani, der hat Simsala, dann hat der noch ein Rizoros. Und was hat er denn sonst noch? Doch, sein Taubos hat er sich noch. Aber gut, hier hat er quasi einen Starter. Dann gehen wir mal davon mit aus, dass er hier den Starter hat. Das bedeutet, Trainer Rot muss dann hier ein Glurak mit haben.
War ja so gesehen der Rivale hier in der ersten Spielegeneration, der das Pokémon mit wählt, was dir im Typen Vorteil mit ist. Ach, irgendwie vermisse ich solche Zeiten. Abgeneration, lass mich mal kurz überlegen. Abgeneration 7 aufwärts hat man die Rivalen ja so mit umgestaltet, dass diese ja immer den Typen Nachteil Pokémon nehmen gegenüber dem, was du mit hast. Reingenommen eigentlich schon ab Generation 5, aber da hast du quasi zwei Rivalen mit gehabt, genau wie in 6. Spielegeneration X und Y. Aber gut, warte mal, was habe ich da schon mal vor mir? Achso, Growlithe. Gut, weißt du was? Ich schicke mal so einen schönen Frosch mal mit hinein. Der hat so das Bedürfnis, sich mal mit wegzuspülen. Mal sehen, Takedown. Ja gut, Takedown, ja. Weißt du was? Ich gehe einfach mal hier auf eine Kaskade. Und dann geht quasi mal diese kleine Welpe eine Runde baden. Buchstäblich. Tschüssikowski. Und mal sehen, hat er jetzt als letztes hier einen Rizeros oder hat er da hier seinen Tauboss? Na gut, eins von den beiden muss er mit haben. Okay, Tauboss. Okay, kein Rizeros. Naja, Level 47. Mal sehen. Du bist ja wirklich nicht unvorbereitet hier. Ne, mal sehen. Nee, du bist ja generell unvorbereitet. Weißt du was? Damit knall ich dich nieder. Das wollen wir mal sehen. Ich gehe für einen Eispunch. Agilität kannst du ruhig mit hernehmen. Ich meine, du bist sowieso schon sehr schnell. Aber weißt du, ich habe einen Eispunch mit Never Melting Ice. Das ist dann dementsprechend sehr stark. Und mal sehen. Flügelschlag. Okay, gut. Flügelschlag kannst du ja sonst irgendwo mit hinstecken. Das stecke ich ja sogar sehr gut mit ein. Deswegen nochmal einen Eispunch. Und weil es so schön war. Flügelschlag, okay. Flügelschlag, ja, gut, weiß was. Ich bin an sich sehr zufrieden darüber, dass ich jetzt diesen Trainer hiermit besiegt habe. Weil da war jetzt durchaus lukrativ mehr zu besiegen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, Major Pop hatte dann eindeutig hier so eine spezielle Musik mit dabei gehabt, weil hier bei Trainer Blau war es ja durch dich mit der Fall. Was? Mal sehen. Wie zur Hölle habe ich nur gegen dich verloren? Tja, einfach weil ich es kann. Tja, ja, alles da. Hier, nimm das. Den Erdorden. 4800 Pokéballer krieg ich dafür noch. Ich glaube, ich bräuchte mal wieder hier das Münzamulett. Ich brauche doppeltes Preisgeld. Ich bin quasi tapp bei Kasse. Mal sehen. Alles da. Ich lag quasi daneben. Du bist quasi so richtig gut drauf. Du bist ein sehr guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich mit besiegen. Vergiss es bloß nicht. Hier, bevor du gehst, nimm das. TM39. Und was ist TM39? Das ist, Drift. Ich bekomme Sternschauer als TM. Nice. Na gut, mal sehen. Ich kann auf dich zählen. Ja, auf den Typ kann ich eindeutig nicht mal mitzählen. Gut, ich sag mal, ich kann ja quasi die ganzen Arena-Retter sowieso noch alle mal mit in einen Rematch mit herausfordern. Das werde ich im besten Fall auch noch mit tun, aber ich sag mal erst nach der Pokémon-Liga. Weil ich möchte jetzt erst einmal so die ganzen Trainer hier alle mit wegklatschen, die es ja generell noch entklippt. Und dann mal sehen, auf welchem Level die Top 4 dann mal mit sein möge, soweit ich dann irgendwann mal dort mit bin. Aber gut, das sehen wir halt eben dann später mal. Auf jeden Fall, der Part hat sich ja doch noch recht gut mitgefüllt. Hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, aber nice. Leute, wir sehen uns dann somit dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sag ich mal, Tschüssikowski.